Hallo, der nächste in den die Charts im Standard ruft, ist Kicks Behind. Sieht so aus. Wir machen eine Basic vorweg mit Rock, Step, Kick und Double Kick und dann Rock, Step, Kick, Kick Behind und vielleicht ein Follow auch. Gerne nochmal. Rock, Step, Kick und Kick Behind. Okay, von der Seite. Wir haben Rock, Step, Kick, haben unseren Partner in der Hand, biegen uns vor und haben dann den Kick nach oben und setzen ihn wieder ab. Wir haben 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Und für den Follower? Ich mache es auch mal von rechts. Es ist leichter zu sehen, ich mein linkes Bein kicke. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Ich drehe mich ein bisschen zum Lieder. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Und das wieder als Partner. Die Handhaltung ist dabei schon wichtig, dass wir uns die Hände geben. Weil sonst kann man Charleston gerne auch mal auseinander tanzen, ohne Hände. Aber hier ist es ganz gut, damit wir hier einen kräftigen Griff haben, dass wenn ich mich hier vorbeuge, Halt habe und hier gut kicken kann. Genauso kann der Follower diese Hand nutzen, weil ich merke, oh, er will was machen, dann bin ich hier nicht so luschig, sondern gibt ihr ein bisschen Halt, dass sie sich biegen kann und hier mit der Hand auch ein bisschen Druck hat, damit sie ihre Bewegung ordentlich ausführt. Okay, ich zeige es nochmal. 5, 6, 7, 8, basic first, kick and kick und dann, kick behind, und double kick. Nennt sich kick behind, viel Spaß beim Üben, Musik wie gesagt später.